Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Pro Dev Pro Online. Heute mit einem Kombi-Deck. Nicht direkt ein Kombi-Deck. Das Latella Knights Deck erweitert, und zwar mit den Sternenseraphen. Genau genommen mit zwei der Sternenseraphen. Hier, die beiden. Herrscher und Zepter. Du hast beide auf der Hand? Jo. Dann noch zwei Vegas und zwei Einflüsse. Einflüsse? Achso, himmlische. Ja. Ich könnte ja Sternseraph Zepter holen und dann Herrscher. Und gucken, ob's funzt. Warte mal. Wenn ich das Zepter beschwöre, kann ich den Herrscher da hinterher holen. Und wenn ich dann darf ich noch eine Karte ziehen. Wenn das ein Sternseraph ist, darf ich das beschwören. Ja, dann mach das. Wenn schief geht, haben die immer noch recht gute Werte. Haken ist halt, die können nur für eine Xyz-Beschwörung mit drei Monstern benutzt werden. Das ist ein bisschen schade. Oh. Ich muss ja auch mal Glück haben. Oh, den hätte ich sowieso rufen können. Okay, dann war das jetzt nicht unbedingt Glück. Den hättest du sowieso rufen können. Dann ist noch ein... Ich habe hier den Stern... Ich hätte noch den dritten Herrscher gerade rausgesucht. Ja. Aber den hätte ich sowieso rufen können. Den hätte ich dann durch seinen Effekt rufen können, nachdem ich ihn mir rausgesucht hatte. Das heißt, so gesehen war es Pech, dass ich einen Sternseraph oben hatte. Wieso? Weil ist so. Aha. Dann würde ich sagen, holen wir einen... oder? Ja. So. Ich möchte mal, der kriegt jetzt auch ein paar Effekte. Ja, wie diesen hier zum Beispiel. Oh. Hä? Was? Was hast du jetzt gezogen? Torrential, wieso? Ich frag nur. Oh, Shadow. Das ist ja am wenigsten ein anständigen Gegner. Der jetzt trotzdem was aufs Maul kriegt. So, zwei Einflüsse und ein Torrential. Ist doch ein Anfang. Mhm. Einfluss? Bin gerade überlegen, ob das Worth wäre. Ich glaube, das wäre nicht Worth. Weil es kommt so oder so. Jetzt der nächste. Okay. So, dann aktiviere den und hol dir bitte einen D-Nap. Yep. Scham, Vega hat natürlich ein alter Hand. Damit ist natürlich ein alter Ihr. Hier ist D-Nap. Hallo D-Nap und hallo alter Ihr. So. Du hast ja noch einen Herrscher, hast du gesagt. Ja. Aber den kann ich nur nutzen, wenn ich einen Sternseraphen spezial beschwöre. Dann nutze ihn halt nicht. Dann mach jetzt mal... Ja, Alter, ihr wäre jetzt verschwendet. Oder? Ja, ach, nee, ja. Quatsch, der kann doch auch den Delta Teros wiederbeleben, oder? Guck mal, ob er das kann. Du kannst einen Satellariter in deinem Friedhof wählen. Das ist ein Satellariter. Nee, halt, das ist ein Stellariter. Ah, nee, halt, ich kann ein Tellermonster. Okay, dann geht's. Ja. Gut, dann machen wir das. Jetzt erstmal auf den Tisch. Das Blöde ist nur, ja. Die Frage ist, wollen wir jetzt auf ein Nexus-Monster gehen? Ja, wir könnten auf, wie heißt er? Na, Trival gehen, weil dann hätten wir Delta Teros wieder im Deck. Wir können es aber auch lassen, weil das nicht so viel bringt. Doch, nee. Tut's. Denn dann wird sein Viech nicht auf den Friedhof gelegt. Außerdem können wir uns seine Hand angucken und wenn wir Glück haben, auch nur ein Monster dabei ist, was kein Shadow-Viech ist, landet das Postwenden auf dem Friedhof. Würde Trival eigentlich mir gern noch aufsparen für eine Situation, wo wir ihn echt brauchen. Oder das heißt, warte mal, Trival aktiviert seinen Effekt, wenn er besch... Wenn er synchro besch... okay, wenn in dem Zuge, dem er als Xyz beschworen wird, okay.
In einer anderen Situation, in der wir ihn brauchen, werden wir ihn nicht holen können. Dafür habe ich das Falsche. Okay. Und reingerannt wird. Wird es auch den Effekt noch aktivieren können? Machst du jetzt? Richtig. Du hängst natürlich den App ab. Ja, ja, logisch. Ah, sehr schön. Und wir setzen natürlich alle Backrow wieder verdeckt. Ja, klar. So. Hat doch ganz ordentlich reingeknallt. Gehen ihm hier gerade ein bisschen auf den Senkel. Das ist der Sinn von diesem Deck. Und der Witz ist, wenn er Trival jetzt vom Feld bekommt, dann liegt er im nächsten Zug gleich wieder in Exis. Und zwar wahrscheinlich... Dingens, wie heißt er? Namen. Boros? Den meinte ich eigentlich nicht. Okay, wir aktivieren jetzt erstmal random Trival. Richtig. Da es nämlich lichtverpflichtet Shadowl ist, haben wir etwa 1:1 Chance, dass wir keinen Shadowl erwischen. Naja, gut. Es ist noch nicht das Schlimmste, was hätte passieren können. Doch ist es, weil ich es nämlich raussuchen kann, was passiert. Stimmt. Ja gut, jetzt geht eine Zauberfallenkarte sterben. Ja gut, soll sie doch. Wahrscheinlich. Naja gut, war die größte Wahrscheinlichkeit, ihn zu erwischen. Warte, das war der Torrential. Bald. Der Torrential. Ja. Leg gerade, ob du aktivieren solltest. Einfluss. Ich habe noch 2 Einflüsse und einen Deep Prison. Ja, aber vielleicht wäre es gut gewesen, jetzt den Einfluss zu aktivieren. Okay, da ich den Herrscher wahrscheinlich nicht mehr effektiv einsetzen kann, könnte ich den jetzt vielleicht setzen, indem er 2000 Def. Ja. War ein bisschen Pech, dass ich gleich den zweiten Herrscher gezogen habe. Den dritten Herrscher, meine ich. Warte mal, pass mal auf, wenn du jetzt... Jetzt rennst du erstmal rein und guckst mal, was passiert. Wenn irgendein blöder Effekt kommt, kann ich den Einfluss spielen. Der kommt nicht. Nee, der kommt darf nicht. Eigentlich nicht kommen. Weil Drache war schon. Genau. Richtig. Blöd ist der eigentlich? Ziemlich. Weil er hat sich die Drachen ja eigentlich rausgeholt, um Trival loszuwerden. Also das war auf der Dummheitsskala von 1. Das ist ziemlich ein Haftbefehl. Das war auf jeden Fall nicht richtig nachgedacht. An sich war Drache natürlich das schönste Flipmonster, was er hätte haben können. Wenn weil er nicht selber verhauen hätte. Na ja, gut, es wäre wurscht gewesen, wir hätten Einfluss aktiviert, aber trotzdem. Ah, jetzt kam's Zepter. Okay, pass mal auf. Was hast du noch an Satellaritern auf der Hand? Nur Vega. Und was ist die dritte Karte? Honest. Ich könnte Trival nochmal random abschießen. Damit könntest du auf jeden Fall mal anfangen. So. Ah, sehr schön. Dann spielst du das Zepter. Und flippst den Herrscher. Und gehst auf... Nichts? So, natürlich gehst du auf was. Und auf was bitte, du Schlaumeier? Ich kann den Herrscher nur für eine Dreier-Exis benutzen. Wollte nur wissen, ob du aufpasst. Ja, dann so klang mein Deutschlehrer auch immer, nachdem er seinen 50. Rechtschreibfehler pro Stunde gemacht hat. Okay, er war mein Geschichtslehrer, aber er war auch Deutschlehrer und das ist schon irgendwie komisch. Das Ding. Pass mal auf. Ich kann rein und dann den Einfluss aktivieren. Ich habe ja 2. Ach, du könntest jetzt den Einfluss aktivieren. Jetzt den Einfluss aktivieren. Du hättest bei dem Effekt den Einfluss aktivieren sollen. Bei dem Effekt vom Falken. Oder ich mach's einfach jetzt, wenn der Effekt vom Igel kommt. Ja. Die 800 Punkte. Andererseits, warte, wenn ich jetzt den Effekt vom Igel annulliere, kommt dann der andere Effekt vom Igel? Weil falls ja, hätte ich mir den Falken eben auch sparen können. Ja, stimmt, es kommt tatsächlich der andere Effekt. Richtig, das heißt, und wenn ich den Falken annulliert hätte, wäre der Falke wiedergekommen. Das heißt, dann hätten wir den gleichen Scheiß gehabt. Stimmt, dann lass mal stecken. Diffusion, war klar.
Aber noch hat er nur ein Monster, wenn überhaupt. Aber wir haben ein Monster vom Extra-Deck, du Schlauberger. Ach so, ja gut, dann haben wir noch den deswegen, Einfluss. Genau, deswegen werden wir jetzt auch die Fusion definitiv verhindern, egal was kommt. Dieser zweite Effekt von der Fusion ist so minimal gemein. Andere Frage, hat er schon irgendwas aus dem Extra-Deck beschworen? Nein. Ah. Dann fallen mir da so ein paar fehlende Karten auf. Einfluss? Nummer 1. Du holst dir natürlich Altair wieder. Ja, ja. Weißt du, was ich gerade gezogen habe? Nein. Den dritten Vega. Aber es ist so, dass er jetzt aufgegeben hat, wäre sowieso der OTK, wäre sowieso der Kill gewesen im nächsten Zug. Weil Altair plus den, der sich den nächsten Altair beziehungsweise der sich Charm rausgesucht hätte und dann Charm plus Cowboy. Oder einfach reingerannt, auf der Deck hätte er nämlich nichts haben können, weil ich ja genug Monster hätte, um den Einfluss plus Name. Ihr wisst, was ich meine. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ach so, deswegen. Und ich habe immer nicht eingesehen, warum diese Combo gerade mit Zepter und Herrscher so gut sein soll, aber wenn das tatsächlich so funktioniert, wie es jetzt gerade funktioniert hat, dann ist das eine Erklärung, warum das so höllenasozial ist. Was hast du noch auf der Hand? Sirius und Herrscher. Die bringen dir beide herzlich wenig. Richtig, ich mach mal gar nichts. Du könntest natürlich Herrscher setzen. Ich könnte es auch bleiben lassen. Du könntest es auch bleiben lassen. Weil der Herrscher bringt mir nichts, wenn ich ihn setze. Dann zieht sein Effekt ja nicht. Auf der Hand bringt er dir aber auch nichts. Doch, weil ich ihn beschwören kann, sobald ich Zepter habe und dann noch eine Karte bekomme. Stimmt. Bin gespannt, was der Gegner diesmal hat. Auf jeden Fall schon mal 15 Karten im Extra-Deck. Der andere hatte wahrscheinlich dreimal jede Fusion von den Shadows und dreimal Michael. Hat das Michael limitiert? Nee, oder? Nein. Ja, wahrscheinlich hat er dann das gehabt. Ja. Ich habe keinen Freeze Frame, oder? Der macht wirklich nichts. Der macht wirklich nichts. Ja, ah, jetzt kann er Blechbald fischen. Das heißt, er könnte Apparate spielen oder er spielt irgendeinen random Scheiß. Oder Utopia. Könnte immer noch beides sein. Ist da Utopia viele für mich unter irgendeinen random Scheiß? Also mit irgendeinem. Entschuldigung, das definiere ich nochmal genau. Was trifft er? Ruf der Gejagten. Ja, gesehen. Nee. Was willst du tun? Also unter irgendeinem random Scheiß fällt für mich. Alles, wo er sich. Also mir geht's immer nicht ums Extra-Deck, sondern ums Main-Deck. Also das hier zum Beispiel. Bad? Ich will das Blackhorn trotzdem raus haben, weil ich genau weiß, der Typ wird den Effekt von dem aktivieren und ich will mein Dimensionsgefängnis irgendwie behalten. Ja. Weil das Blackhorn ja jetzt eh weg wäre, wenn das aktivieren würde, also von daher. Ne? Was war das denn für ein Vollidiot? Na, bis gleich, Leute. So, da sind wir wieder. Mal gucken, wie lange der hier jetzt da bleibt. Wolltest. Na, egal. Oh, Schrott. Frage ist, Schrott oder Pendelschrott? Ich weiß nicht, auf was ich hoffen soll. Pendelschrott ist schöner. Oder beziehungsweise Pendelschrott ist effektiver. Allerdings ist Pendelschrott ziemlich mächtig. So, Reihe O beschwören und sein Monster kaputt machen oder Scham beschwören und im nächsten Zug Altair? Ich denke mal, du kannst 3-0 machen, weil der wird nur mächtig, wenn er sich was aus dem Extra-Deck holt und das können wir mit 3-0 effektiv verhindern. Außer jetzt kommt eine Bottomless. Dann sind wir aber die Bottomless los. Richtig. Voraussetzung kann sich noch entscheiden. Er kann sich gerade entscheiden, will also. Ja. Natürlich war es die Bottomless. Na gut. Aber das Prediction Skills mal wieder, ne? Ey, das war obvious, dass jetzt die Bottomless kommt. Alles andere hätte jetzt keinen Sinn gegeben zu aktivieren. Na, ich glaube, er hat Pendel. Was hast du verdeckt? Dimensionsgefängnis. Das könnte helfen. Könnte, muss aber nicht, wenn er jetzt den Schrott-Zwillingsdrachen holt.
Er holt ihn nicht. Wir könnten jetzt Dimensionsgefängnis machen. Ja, wäre eine Idee. Gut, Haken ist, Scham bringt jetzt nichts. Und Alter, ihr wäre bescheuert. Oh, den App. Okay, der bringt was. Mach den. Und hol dir am besten den Vega. Jo. Ich glaube, das brauche ich dir nicht extra sagen. Vega, 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 Vega. Hast du noch eine Backrow, oder? Ich hätte ein Vorzeichen. Bluffen? Was heißt hier bluffen? Das wäre jetzt richtig klasse, das Vorzeichen. Nein, also nicht zu spielen, sondern zu setzen. Ja. Das kannst du, wenn er was macht, Effekt. Das kannst du, wenn er angreift, ganz toll aktivieren. Ja, stimmt, könnte ich. So, also. Was machst du nun, Kumpel? Außer natürlich, jetzt kommt wieder so ein Scheiß wie Schrottdrache. Also auf dem besten Weg dazu. Das ist genau der gleiche Scheißzug, den der CPU bei Over the Nexus immer macht und der eigentlich keinen Sinn. Okay, das war's anderes. Okay, in dem Fall ergibt's wiederum Sinn. Weil das kann den Effekt des Ungeheuers nutzen. Trotzdem muss man das nicht unbedingt mit der Kette machen. Das hätte man auch vorher machen können. Nein, das war jetzt so. Das war jetzt wiederum blöde. Das war richtig gut mitgedacht und dann verhunzt. Da kommt ein Schrottdrache. Na siehste. Trotzdem war es ein blöder Zug. Er hätte irgendwas anderes auf den Friedhof legen müssen. Irgendwas, was nicht das Schrottungeheuer gewesen wäre. Nein, ich meine, na siehste im Sinne von, na siehste, das Vorzeichen bringt doch was. Weil jetzt geht er entweder aufs Vorzeichen, dann aktivieren wir es, oder er geht auf den App, dann aktivieren wir das Vorzeichen trotzdem. So. Und zwar holst du dir jetzt in aller Gediegenheit... Ja, am meisten Sinn ergäbe eigentlich, Dingens, Unukalai. Ja. Weil alles andere hast du ja auf der Hand. Und dann kannst du mal... Den App auf den Friedhof legen. Genau. Wollte ich auch gerade gesagt haben. Weil dann kann ich im nächsten Zug den Scheiß mit Scham und Alter ihr machen. Außer ich ziehe im nächsten Zug den Herrscher. Du hast ja einen Weg auf der Hand, hast du gesagt, ne? Ja, und ein Altair und ein Scham. Okay. Aber zum Scham wird es wahrscheinlich nicht kommen. Dimension. Ich wollte, okay, ich wollte gerade vorschlagen, Trivial zu machen, aber das lohnt sich jetzt schon irgendwie nicht mehr. Ja, nee, der Dingens hier, wie heißt er? Namen. Delta Teros kann noch einmal pro Zug was zerstören. Kann er in der Tat, allerdings kratzt den Schrottdrachen jetzt gar nicht mal so sehr, wenn er zerstört wird. Ich kann auch einen Scharkritter holen und mir Scham und mir Vega noch einen Zug aufsparen. Könntest in der Tat tun, du könntest es aber auch bleiben lassen. Ne, pass mal auf. Ja doch, ich hole mir jetzt mit Altair den App zurück, hole mir den nächsten Altair aus dem Deck, beschwör Scharkritter, krallen wir den Schrottdrachen, rennen rein und da hebt mir Vega noch einen Zug auf. Reinrennen ist nicht, aber... Achso, Alter, ihr trotzdem. Auf, du könntest auch Vega Scham machen. Und dann auf Scharkritter gehen, weil dann kann er nämlich noch reinrennen. Könnte ich, dann könnte ich ja beim nächsten Zug keinen Dreierbeschwörung machen. Doch. Achso, gleich, eine Vega vom Friedhof holen. Ne, merkst du selber. Nee, halt kann ich nicht, dafür muss ich einen Satellaritter ziehen. Trotzdem ist das jetzt, glaube ich, die beste Idee. Vega, Scham, ja. 1000 Schaden, Scharkritter, Bums. Ja. Einfach weil Schaden. Hättest du jetzt einen Einfluss verdeckt liegen gehabt, wäre das schon wieder was ganz was anderes gewesen. Ja, aber den hast du. Dann wäre sowieso alles anders gewesen. Den muss man aber haben. Genau. Da so, liegt aber Dimensionsgefängnis noch eins. So, jetzt haben wir erstmal Schaden gedrückt. Und wir haben Monster, das einmal pro Zug, dem einmal pro Zug das nicht passieren kann, was Schrott sehr gerne passiert, nämlich dass Karten zerstört werden. Nicht einmal pro Zug, einmal. Einmal, ja. Nämlich genau, okay. Jetzt. Das lautlose Ehre Ark war schön mit dir. Andererseits kannst du dich jetzt... Ernsthaft? Der hat wohl nix. Bist du gerade der Einzige? Was? Was? Der hat wohl echt nix. Was?
Warum den Hammer? Und warum Day of Peace? Gut, dann warte ich jetzt mal einen Zug. Du machst jetzt Altair Deneb. Na gut, ging auch. Aber ich kann eh nicht angreifen. Ja, was hast du jetzt alles auf der Hand? Immer noch das Zepter. Ach so. Ja, dann so, und jetzt suchst du dir mit Deneb den nächsten Altair raus, genau. Den Klassiker halt. So, und jetzt, könntest du natürlich... Irgendwas, was ich benutze. Also nix. Einfach nix. Wie wär's mit Rhapsody? Der würde richtig was bringen. Weil der könnte richtig ankotzen jetzt. Ist Rhapsody ein Schnelleffekt? Schon, ja? Meine, es ist ein Schnelleffekt. Nein, ist es nicht. Aber ich kann zwei Karten jetzt Freihaus verbannen. Und das wäre doch schon mal ein Anfang. Nee, das reicht nicht, weil er hat viel zu viele. Oder? Aber dann hätte er zwei weniger. Ich mach's jetzt. Du hättest die Karte ruhig im Verteidigungsmodus rufen können. Wäre wurscht gewesen. Dann nutze ich als nächstes sowieso den Zug von... den anderen nicht. Nochmal von vorne. Wäre wurscht gewesen, ich nutze seinen anderen Effekt ja auch noch. Mhm. So, Schrottdrache fliegt weg. Und Schrottungeheuer da zweimal, also fliegt Schrott... Chimäre weg. So. Deswegen war es wurscht, in welchen Modus ich ihn rufe. Mhm. Weil deshalb wäre nämlich obendrein noch ein ziemlich starkes Monster auf dem Feld. Gut, der Unzerstörbarkeitseffekt ist weg, aber das ist ein bisschen... Ja. Aber er hat nur noch eine Handkarte und ich glaube nicht, dass er mit der was machen kann, wollte ich gerade gesagt haben. Was hast du alles an Backrow? Eine Bottomless zum Beispiel. Kannst du immer noch auf den... Ja. Der wird verbannt, also von daher. Kann er sich von seinem Beast jetzt nichts kaufen. Und Normalbeschwörung hat er ja schon. Auch wenn er jetzt was gezogen hat. Das war der dritte Goblin, oder? Mhm. Wow. Ich hab grad irgendwie so ein leichtes Déjà-vu. Was? Okay. Wow, jetzt hat er die Schrottfabrik, jetzt kann er sich vorne sich ein Eis backen. Glückwunsch. Macht er einen auf YOLO? Ich hab ein Dimensionsgefängnis, da kann er keinen Scheißtrick abziehen. Ja. Ach komm, was soll der sonst haben? So. Tja, GG würde ich sagen. Ja. Ach, You have answer to everything. Kann man so zusammenfassen, ja. Schreib mal zurück, it's a control deck. Na it's super. It's a control deck. So, und weil es eh Wump ist, was ich mir rausnehme. Also, ne, so Wump ist jetzt auch wieder nicht, aber. Ach komm. Er hat nichts mehr, also. Beenden wir es. Und reingerannt wird. So. Und weil Squamato gerade ans Telefon musste, mache ich dann die Abmoderation, sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.